Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warsana. Und es gibt gerade ein kleines Spezialevent zum 1. April. Und dort wurden wir alle von Aliens zu Zombie-Piloten degradiert und kämpfen in einer Schlacht um Green Hills mit eben diesen Untertassen. Zusammen mit dem Evil bin ich hier unterwegs. Hallihallöchen. Hallo. Ja, wir haben Untertassen. Und diese Untertassen begegnen sich jetzt gleich im Kampf. Bin ich mal gespannt. So, da sind wir. Die Dinger hier haben drei Flugmodi. Einmal ganz normal fliegen mit einem großen Laserschießen. Wer will das nicht? Dann haben wir einen Hover-Modus, ähnlich wie bei Helikoptern. Dann haben wir die Möglichkeit, Laser abzuwehren. Allerdings auf Kosten unserer Beweglichkeit. Und wir können unter Wasser kämpfen. Das ist neu. Blub. Hoppala. Ein bisschen schnell. Ja. Und unter Wasser bekämpfen wir uns mit ebenfalls so einer Art Laser, was auch immer das ist. Es soll hier auch noch Torpedos geben, die funktionieren bei uns aber überhaupt nicht. Ah, wow. Wir haben uns gegenseitig umgebracht, sehr gut. Das war mein erstes UFO, aber wir haben einen Kill. So funktioniert das unter Wasser. Und jetzt springen wir hier einfach mal in den Kampf. So, nehmen wir uns mal den hervor. Ich glaube, der ist unter Wasser, oder? Dann nehmen wir uns den hier vor. Der war schnell. So, wir müssen voll draufhalten. Wir müssen halt nur treffen. Na, komm schon. Na? Oh. Getrained. Gar nicht so einfach. Jetzt unter Wasser zerstört. Sehr gut. So, wo ist dann C? Ich hole mir mal kurz C. Ja, C ist schwer zu finden, weil es irgendwie unter Wasser in der Höhle ist. Ah, okay. So, dann beginnen wir mal. Ich orientiere mich an dem Schiff, was oben drüber liegt. Ach, da gibt's ein Schiff. Okay, Moment. Ja, ich suche erstmal die Höhle. Ist hier vorne, glaube ich, irgendwo. Da ist er. Ah, da. Ja, ist so eine Art Felsvorsprung. Hier, ja, interessant. Okay, haben wir C. Aber ich glaube, das hier ist auch der Mechaniktest zwischen Wasser und Luft. Wir hatten ja mit was anderem gerechnet. Sehr, sehr schade, dass es nicht kam. Hui. Ich habe mich richtig über Wärmebild gefreut. Oh ja, gibt's leider noch nicht. Na komm schon, komm raus. So, und jetzt jagen wir den da hinten. Blaue Laser sind gefährlich. Wow. Da wollte die Untertasse nicht mitmachen, so wie ich es wollte. Na komm schon. Jetzt ist er wieder unter Wasser. Also diese Unterwasserschrot ist irgendwie wie so, wie soll ich so, Unterwasserexplosionsfässer für die U-Boote, sowas. Aha, ähnliches. Genau. Explodieren noch. Außen hier hat viel. Na komm schon. Ah! Also die Kämpfe über Wasser machen am meisten Spaß. Ja. Da, Mann. Wasser ist halt wirklich so ein Glück, wer als erster trifft. Ganz genau. Und hier oben ist es ein bisschen, naja, ich sag mal, undurchsichtig, wann denn hier mal ein Treffer gezählt wird und wann nicht. Zum Beispiel, wir waren jetzt voll drauf, kein Treffer. Na, auch hier wieder, kein Treffer. Hier kämpft einer im Wasser. Ich weiß nicht, warum ich den da nicht treffe. Aber wir gehen jetzt mal in den Hover-Modus. Dann können wir nicht mehr nach oben und unten fliegen. Sondern wir fliegen nur noch als, naja, UFO durch die Gegend. Haben jetzt auch eine komplett andere Waffe, und zwar eine Railgun.
Und nehmen jetzt hier mal den Punkt ein. Wenn ich ihn finde. Ich bin irgendwo in der Nähe. Ah, ich klebe fest. Ich klebe. Ah ja, ihr seht schon. Es gibt noch ein paar Bugs. Oh Mann. Passt gut. Wir haben zum Beispiel schon in irgendwelchen Gebäuden festgehangen. Einfach an Evil. Ja. War. Ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt, aber es geht. Es geht. Also ihr kommt in die Gebäude rein, ihr kommt nur nicht mehr raus. Das ist. Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist, aber. Die Stadt finde ich eigentlich ganz schön. Die haben sie echt hübsch hingekriegt. Man sieht nur nicht sehr viel davon. So, jetzt will hier niemand mit uns kämpfen. Oh. Na, komm her. So, wir könnten jetzt natürlich wieder ganz normal starten. Indem wir den Hover-Modus ausmachen und dann fliegen wir grob in die Richtung, die wir wollen. Na, komm her. Den haben wir getroffen. Ich würde gerne mal einen aus der Luft abballern. Er ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Nee. Vor allem, wenn du voll drauf hältst, Treffer, aber es passiert halt nichts. Manchmal kann man die mit einem Schuss wegballern. Ah. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, da haben wir ihn. Da ist einer hinter dir. Wir lehren ihn das Fürchten. Oh, nice. Oh, hör auf rumzuwackeln. Oh, der ist im Hover-Modus. Da können wir jetzt mit unseren Lasern nicht mehr viel machen. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wie man die ausschalten kann. Manchmal kann man die one-shotten, wenn man sie oben oder unten trifft. Und manchmal nicht. Das ist ganz seltsam. Ja, für die Hover-Modus muss man selber irgendwie im Hover-Modus sein und die dann bekämpfen, aber... Aha, man kann sich aber auch stundenlang beschießen. Das haben wir auch schon hingekriegt. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Oh, Alien. Na. Was ich aber am effektivsten finde, ist, wenn die direkt über dem Wasser hoppern, einfach von praktisch oben von unten mit der Schrotflinte praktisch draufschießen, wenn man im. Das geht auch, ja. So, ab ins Wasser. Da ist nämlich einer hinter uns. Oh, so knapp daneben, so knapp daneben. Aber da haben wir ihn. Ja, unter Wasser geht, das kriege ich hin. Da verstehe ich die Physik dahinter. Ja, unter Wasser ist, wow, finde ich sogar leicht. Ja, ist ziemlich easy. Ich glaube, da ist einer hinter mir. Ja. Aua. So, wir müssen uns nochmal A und B holen. C ist nur einer. Das erinnert mich so ein bisschen an das Event, was World of Warplanes damals hatte. Die hatten ja auch so ein... Mit den Reisdingern? Reis-UFOs? Ja. Ja, das war genauso schräg. Das hier sieht allerdings hübscher aus, spielt sich aber echt seltsam. Also, kein Vergleich zu den Robotern damals, ne? Diese Walker, die waren geil, diese Max. Ja, die waren echt geil. Oder diese aufgeblasenen Shermans, großartig. Man kann anscheinend nur 5-mal sterben. Ja. Hast du mich jetzt hier alleine gelassen? Ja, tut mir leid, ich wurde gerade 2-mal... aus unempfindlichen Gründen einfach getötet, ohne dass ich getroffen wurde. So, ich suche C. Oh, hinter mir. Ich sehe nur nicht. Da. Oh, shit. Wow. So, B wird gerade eingenommen. A wird umkämpft. Wir sollten bei A helfen. A ist da oben. Oben ist ein Problem. Wir können mit R höher gehen. Und mit F runter, wie beim Hubschrauber.
So, und schon sind wir ziemlich weit oben. Und jetzt bekämpfen wir hier mal die anderen. Vielleicht geben wir den Ausschlag. Ich muss schon sagen, dieses Halb-Stealth von dem UFO ist schon... Der hat ein Schild an. Ja, das ist, glaube ich, irgendwie nur ein optischer Fehler. Oder... Wenn er im Hover-Modus stirbt. Oder er geht wirklich in den Hover-Modus und wartet, bis er unten angekommen ist. Oder das. So, jetzt sind wir bei A, haben A eingenommen. Beide sind weg. Wir haben die Kills zwar nicht gekriegt, aber wir waren hilfreich. Haben die abgelenkt und vielleicht gewinnen wir noch. Könnte sogar gewinnen. Aha. Oh, den haben wir. Wir haben mehr Tode. Dann holen wir uns jetzt den da unten. Schlussflug. Im Gebäude? Ich glaube, der hockt im Gebäude, ja. Okay. Jetzt nicht mehr. So, G, Hover-Modus. Whoop. Da haben wir ihn. Und jetzt haben wir genau das Problem. Wir beschießen uns hier gegenseitig. Ich treffe ihn, aber es passiert nichts. Ah! Es macht Dinge. mit mir. Ich bin genau vor dir. Der beschießt dich die ganze Zeit mit Leid. Ja, aber ich komme hier nicht weg. Wow! Was ist denn? Ich weiß nicht, ich klebte irgendwie an der Wand und konnte da... Ja, der Hover-Modus, ne, der klebt an Dingen. Da ist nicht nur Fußboden mit drin, sondern Bäume, Häuser, Autos. An Dingen kleben wir, wie so ein Garfield, weißt du? Den du an die Windschutzscheibe eines Autos klebst. So komme ich mir denn vor. Die Sicht ist auch schön, wenn du dich dann auf der Seite legst und einfach im Haus gar nicht. So, Hover-Modus. Und ich bleib hier an jedem verdammten Baum hängen. Das ist so nervig. Der Hover-Modus funktioniert gar nicht. Der ist echt... Bisschen gewöhnungsbedürftig. Wieso treffe ich den nicht? Der steht da direkt vor mir. Ja, das hatte ich eben auch. Ich hab drüber, drunter. Aber ich werde abgeknallt. Okay. Ja, ihr seht schon, das Ganze ist sehr verbuggt. Und ich finde, persönlich ist es auch das schlechteste Event, was Gaijin jemals zum 1. April gemacht hat. Ne, wir erinnern uns mal an diesen Gaijzilla, diese große Schildkröte. Nee, was war das? Schnecke? Ja. Großartig. Schnecke. Absolut großartig. Dann gab es diese Max, gibt es hier bei mir noch auf dem Kanal als Video zu sehen. Und die Piratenschiffe. Und die U-Boote letztes Jahr. Und dann noch die Luftpanzer. Genau. Ja, also ich persönlich ist nicht so meins. Die Steuerung ist katastrophal, muss man einfach sagen. Und die Idee dahinter ist ganz nett, aber die Ausführung ist so dermaßen mangelhaft. Wow. Aber gut, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich sag erstmal Tschüssi und ja, lasst euch nicht zu Zombie-Piloten degradieren. Das müssen wir nicht haben. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Hüter der Herde, April 2019. Diesmal nur Nikihi ganz alleine. Gratuliere. Und Betreuer der Herde, Erl, vielen, vielen Dank an euch beide. Special Thanks gehen an Kampfminion und Wolf Rüdiger. Dankeschön.